So, hallo, und da sind wir wieder zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Anno 1602, dem allerersten Anno-Spiel übrigens. Ich will es bloß nochmal einwerfen für alle, die es nicht wissen. Wie auch immer, wir haben ja Dings, und ich würde hier ganz gerne jetzt eine Mine bauen. Einfach damit wir das jetzt mal endlich haben. So, und direkt daneben würde ich eigentlich dann ganz gerne eine Erzschmelze bauen. So, und dann direkt daneben wäre ja eine Werkzeugschmiede. Aber erstmal machen wir hier Platz. Genau. Und das würde ich ganz gerne planen. Werkzeugschmiede wäre dann hier. Decke ich den Eingang dazu. Ein bisschen wahrscheinlich. Die Frage ist halt, ob ich... Das müsste eigentlich klappen, ne? So. Direkt daneben... Ach, Quatsch, ich brauche ja... Ich wollte gerade sagen, ja, ich brauche ja natürlich auch den Zugang zu Holz. Deswegen muss der auch schon einen Weg haben dahin. Gut, das heißt, wir brauchen die Erzschmelze hier. Und dann wäre die... Aua, 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 aua. Hallo. Und jetzt ist erstmal gut, Jungs. So. Da ist eine Tonne, das heißt, ich kann die Erz... Ne, die, doch, ja, die Erzschmelze, die kann ich jetzt schon mal anschmeißen. Dann geht er sich mal Holz holen. Und das geht noch nicht direkt über. Halt mal. Ja, warte mal. Warte mal, warte mal. Ah, okay. Wunderbar. Das passt direkt, nämlich. Dann passt das direkt. Und wenn wir dann da ein bisschen Erz haben, dann würde ich nämlich auch die Bürger sich weiterentwickeln lassen. Wie sieht's denn mit der Kohle aus? Der Kohle ist gut. Wie sieht's denn mit den Lebensmitteln aus? Die Lebensmittel gehen zurück. Das war so klar. Aber das wäre ja eigentlich nicht das Drama. Das Drama wäre ja, wenn ich hier nicht schon wieder eine... Farm hinbauen könnte. Ich könnte es sogar so machen. Ah, das lassen wir jetzt erstmal. Ich würde hier vielleicht den Wald noch ein bisschen roden. Ich weiß, da gibt es dann arme Hirsche, deren Lebensraum ich vernichte. Und in der Realität bin ich sowas furchtbar traurig. Aber ich muss ja momentan für das Ansehen und vor allem die Ernährung meiner Bürger sorgen. So, wie schaut es mit den Stoffen aus? Die sind auch in Ordnung. Tabak ist okay, Gewürze ist okay. Das Einzige ist wirklich die Nahrung. Das heißt, wir bauen hier wirklich einen weiteren Metzger. Das ist jetzt hier auch nicht so genial platziert, aber das ist jetzt halt so. Wir könnten in der Theorie hier sogar noch sowas bauen. Und hier oben auch noch einen. Dann können wir den Metzger sogar da ins Eck bauen. So. Der müsste jetzt geschlachtet werden, genau. Und der auch. Und dann wäre das ja super duper. So, und dann können wir hier eigentlich die Werkzeugschmiede hinbauen. Da habe ich wieder gepennt. Okay, ich muss jetzt wirklich Werkzeug kaufen. Und zwar bis zu einem Bestand von 10 Tonnen. Und hoffen, dass es bald klappt. Genau. So, und
das würde hier genau reinpassen. Das wäre ja okay. Okay, okay, okay. Ich bin gerade am gucken. Ich will da ja noch gar nicht wirklich... Ah, ich brauche das Werkzeug. Die 10 Tonnen Werkzeug, die brauche ich auf jeden Fall. Da komme ich nicht drum rum. Das war ein bisschen doof, dass ich meinen Bürgern ein bisschen erlaubt habe, mein Werkzeug zu verbrauchen. Aber so ist es jetzt eben. Und, ah, wunderbar. Ein freier Händler, der freie händelt. So, jetzt gehe ich ein bisschen in die Miese. Ausgezeichnet, weil jetzt kann ich nämlich die Werkzeugfabrik da bauen, also die Werkzeugschmiede. Und der holt sich dieses Gezuppel direkt von gegenüber. Okay. Da ist ein freier Platz. Hier unten könnte ich theoretisch noch Steine verbrutzeln, aber das ist auch okay. So, Lager ist voll, das heißt, ich brauche einen Metzger. Den hätte ich ganz gerne hier. Meine Fresse, also manchmal ist es echt dämlich, was ich für einen Blödsinn mache. Hier, Metzger. Fleischerei. Mir geht es da gar nicht so ums Geld, mir geht es einfach wirklich um die Ressourcen, weil das ist einfach traurig, was für eine Verschwendung von Ressourcen das ist. Die Lebensmittel, noch ist es okay. Die Stoffe ist auch noch in Ordnung. Okay. Und hier sind wir auch noch auf der sicheren Seite. Ich würde diese Werft dann eigentlich irgendwie hier hinbauen wollen. Weil da dann halt ich wieder, na gut, dann kann man sie auch da oben, ne? Da unten. Dann müsste ich aber direkt daneben einen Kontor bauen, also ein. Ihr wisst, was ich meine. Oder hier unten. Hier unten ist eigentlich gar nicht schlecht. Dann ist das fast direkt da dran. So. Die Werft, ich denke schon über Werft nach und zwar über diese große. Weil ich da ja eine Universität bräuchte. Die kleinen Werften, die mag ich nicht so. Weil ich immer gleich die großen Schiffe bauen wollte. Okay. Läuft jetzt so ein bisschen. Das heißt, dieses Einkaufen würde ich jetzt auch einstellen wollen. Und dann würde ich meinen Bürgern wieder die Möglichkeit geben... Na? Ah ja, komm. Pfeif drauf. Ich würde meinen Bürgern, das sieht zumindest stabil aus. Ich würde dann meinen Bürgern auch wieder die Möglichkeit geben wollen, sich weiterzuentwickeln. Und deswegen dürfen sie auch wieder Baumaterialien haben. Denn ich habe ja jetzt ein Werkzeug... Eine Wilderer-Schmiede. Eine Werkzeugschmiede. So, und damit lassen wir uns die Leute mal ein bisschen entwickeln. Hier oben haben wir ja noch den Tabakgedönse. Wir können mal gucken. Okay, ich kann eigentlich sogar eine zweite bauen. Ich kann eigentlich sogar eine zweite bauen. Dann würde ich das vielleicht sogar machen. Allerdings nicht hier. So, und das ist eh so ein Rotz, der mich ankotzt. Die Leute bauen echt dämlich, muss ich sagen. Wie bescheuert kann man eigentlich bauen? Ich weiß, ich baue auch bescheuert, aber ich baue nicht so bescheuert. So, das hätte ich schon viel früher machen sollen. Zack, 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 zack. Und dann gibt es hier einen Wald. Und dann gibt es hier eine Straße. So. Das verschwendet nämlich einfach viel weniger Wald. So, und hier hinten hätte man sowas eigentlich auch machen können. Man könnte die Schaffarm umziehen. Und dann müsste ich relativ viel eigentlich umziehen.
ich momentan gar nicht so wollen würde. So, Nahrung gibt's genug. Steuern zahlen sie auch nicht wenig. Die Sache mit dem Alkohol ist noch ein bisschen grenzig. So, die Fischfarm brauche ich eigentlich nicht mehr. Errichtet ein größeres Gotteshaus. Das könnten wir fast machen. Dann haben wir nämlich die vielen kleinen Kapellen los. Und vor allem haben wir halt ein großes Einzugsgebiet in diesem großen Gotteshaus. So, und das würde meine komplette Stadt abdecken. Das heißt, ich kann diese ganzen Kapellen loswerden. Das sind 50. Und ich bin mal gerade am gucken. Ich habe eine Kapelle. Zwei Kapellen. Da oben war ja auch noch irgendwo eine. Drei Kapellen. Also da ist eine, da ist eine, da ist eine. Und irgendwo war auch noch eine einzelne. Irgendwie hier so an einem Streifen. Die hat wirklich bloß einen ganz kleinen Bereich abgedeckt. Also drei wären es auf jeden Fall. Das würde 15 runtergehen. Ich bin auch am Überlegen, ob ich nicht die Fischer ausrotte. Weil dann kann ich hier nämlich auch wieder ein bisschen mehr Wald nutzen. Und so viel Tonnen Futter werfen die eigentlich auch nicht ab. Irgendwo war doch noch eine kleine Kapelle. Naja gut, ist ja jetzt auch egal. Also 15 wären es auf jeden Fall, vielleicht sogar 20. Wir könnten dann... Ah, die braucht viel Stein, ne? Ja. Die Sache mit den Steinen ist gerade so ein bisschen das Problem. Da ist der Metzger. Ach Jungs, ey. Also echt. Also ihr baut echt ein bisschen einen Stuss zusammen, muss ich sagen. Voll die Platzverschwendung. So, wir schauen mal nach den Lebensmitteln. Tabak ist in Ordnung, Stoffe sind in Ordnung. Das ist alles okay. Wie gesagt, wir bauen jetzt langsam unser Kontingent aus. Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwelt. So, die Feuerwehr kommt dahin. Das ist auch gut. Die Feuerwehr erreicht alles außer da hinten. Und... ja. Also das Gotteshaus, das bauen wir halt, sobald wir dafür die Zeit und das Kontingent haben. Nicht nur um eben die Weiterentwicklung zu haben, sondern auch um unser Schule. Ich dachte, ich hätte eine Schule. Ach, die, okay. Das ist halt auch wieder das nächste Dämliche. Dadurch, dass es hier ist. Könnt ihr eigentlich vertauschen. Ah, naja, gut, egal. Dann wird der sich zum Beispiel auch weiterentwickeln. Ich könnte das Ding hier abreißen und dann könnte man da wirklich noch ein neues Haus hinbauen oder irgendwas anderes, ein Arzt vielleicht. Weil der Arzt ist ja momentan auch nur 2x2, oder? Ja, genau. Dann könnten wir den da hinsetzen. Weil ich den eigentlich wieder irgendwo anders hin haben. Wir könnten das Haus auch da hinziehen und dann hier den Arzt hinsetzen. Da. Da hat man nämlich eine größere Abdeckung. Das Volk benötigt ein Badehaus. Ja, eins nach dem anderen. Immer nur eines nach dem anderen. Nicht in Panik verfallen. So, ja, das ist jetzt eigentlich so ein Zustand, wo wir halt ein bisschen laufen lassen müssen. Der braucht auch noch ein Gotteshaus.
wo wir halt noch so ein bisschen laufen lassen müssen, damit wir... Ja, genau. Das war das, wo ich gesagt habe, das ist so komisch. Genau. Okay, es sind drei. Da oben habe ich keins mehr, ne? Nee, weil hier ist ja dann aus. Okay. Das sind dann so drei so Felder, wo man halt... Genau. Wo man halt, genau. Gut, also wie gesagt, das ist so ein Ding, das lässt man jetzt halt laufen. Hier oben wird lustig Gewürze produziert. Ah, Tabak. Mann, Mann, Mann. 1, 2, 3, 4. Sind das wirklich 6 Tonnen? Das würde dann 24 Sinn machen. Das sind wirklich 6 Tonnen, bis es voll ist wahrscheinlich. Ja. Der sagt jetzt 5, der sagt 3, der sagt voll und das sind 6. Okay. Okay, okay, okay. Hooray. So. Wenn wir hier schon so ein Blödsinn haben, dann machen wir ihn auch voll. So, und der schläft noch und das Holz brauchen wir auch gerade nicht. Okay. Du kannst auch gerade schlafen. Das senkt auch meine Kosten ein bisschen. Hier können wir halt überlegen, also in der Zukunft werden wir da auf jeden Fall auf eine Goldmine gehen, aber jetzt ist erstmal alles gut. Jetzt entwickeln wir erstmal unsere Insel weiter. So, für dieses Ding brauche ich ja eine Universität. So, und jetzt muss ich erstmal gucken, was wollen meine Bürger eigentlich? Ein Badehaus und eine Kirche.